Willkommen zurück, Leute. Heute zeigen wir euch unser Workout. Und zwar geht es darum, dass wir ein bisschen unsere Schlagkraft stärken wollen. Und da machen wir echt krasse Übungen dazu. Stimmt's? Yes, sir. Sehr gut. Er macht sich schon mal warm. Ich mache mich jetzt auch warm. Und dann guckt einfach zu, was wir hier machen. Und bevor es losgeht, natürlich wieder nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch keine weiteren Videos verpasst. Lieblings-Schulter-Mobilisationsübung. Versucht die LWS ranzupressen. Mein Hinterhalt dran zu pressen und jetzt tatsächlich 90 Grad im Ellbogen zu haben und die Hände ganz zu schießen oben. Ich habe ja, wie ihr wisst, leider seit meine kleine Entzündung in der Schulter und die Übung hat mir unfassbar geholfen. Das ist noch keine Kraftübung, obwohl sie total schwierig ist für die meisten Leute, weil wir gerade Kraft brauchen dafür. Das soll einfach Schmiere produzieren in der Schulter und Bänder, Sehnen, Kapseln einfach verdicken, dass wir gleich, wenn wir starten, schön sicher sind. Ich mache jetzt 3x8 Wiederholungen. Jetzt wollen wir einmal in die Beweglichkeit gehen, kurz nach diesem Warm-up und diesem 5 Minuten Seil. Yeah. Und dann machen wir, der heißt World's Greatest Stretch. Wir wollen die Hüfte erwärmen, Wirbelsäule erwärmen. Du bist super beweglich. Füße zeigen nach vorne, mach einen großen Schritt nach hinten, innen rein, die fußnahe Hand ab, 8 pro Seite fährt. Aufdrehen, noch. Genau, wir wollen dynamisch am Anfang der Session mobilisieren, damit der Muskeltonus nicht sinkt. Wir haben uns warm gemacht, Seil gesprungen, 5 Minuten, einen Mobilizer und jetzt fangen wir an unser Schlagkrafttraining. Wir wollen heute viel Muskelfaseraktivität. Das heißt, wir arbeiten erstmal ganz sauber mit schwerem Gewicht, 5 Wiederholungen, exklusiver Kraft. Und ausreichender Pause. Beine, Druck, Zug, Core. Alles boxspezifisch zur Erhöhung der Schlagkraft. Wie viele Pausen machen wir so? 90 Sekunden. Wenn man mit schweren Gewichten arbeitet, dann sollte man wieder bis zum nächsten Satz schon gut wieder erholt sein, dass man das auch wieder sauber ausführen kann. Wir fangen mit den Beinen an, weil die Kraft der Beine korreliert mit dem Restkörpertonus. Ja. Man sagt ja so, wenn ein Boxer, wenn du siehst, dass ein Kämpfer jetzt zum Beispiel dicke Oberschenkel hat, dann weißt du, der ist gefährlich. Genau. Also der hat Power. Das hier hat überhaupt nichts zu sagen. Ja. Dicke Schenkel manchmal schon. Ja. Katastrophe. Ja. Legen wir jetzt los. Genau. Die Anfänger machen es ohne Sprung, aber schnellkräftig. Wir fangen ohne Sprung an. Hier unten schnellkräftig raus. Oben ist alles fest. Po fest, Beine fest, nicht durchrutschen oben, sondern der Körper bleibt fest. Wichtig ist, warum wir das ohne Sprung machen am Anfang, weil wir uns auch erstmal vorbereiten wollen auf die kommende Belastung gleich. Gleich, wenn wir springen, innervieren wir viel mehr Muskelfasern, dann wird es anstrengend. Greifen, Kiste runter, Schulter nach hinten, von da starten. Komm. Super, guck, dass ihr aus den Beinen kommt. Da, genau, nicht aus dem Rücken. Da. Fertig. Wir sind aktiviert. Ja. Es geht los. Ui. That's it. Streck die Hüfte vor, überstrecken. Da! Yes! Yes, danke. Ich finde, man merkt schon bei 4, wie anstrengend das wird. Ja. Und es wird dann schon weniger. Ich finde, man merkt das sofort. Sauber. Sehr gut. Der haut die einfach auf, die 5. Ne? Ja, klar. Komm. Danke. So, sehr gut. Beine. Liegestütze machen wir jetzt. Geil. Alle, die relativ fortgeschritten sind, können natürlich mehr als 5 Liegestütze machen. Klar. Deshalb nehmen wir uns eine Gewichtsweste dazu, die ich jetzt anziehe. So ein bisschen auf die Exzentrik, die lasse ich auch ordentlich ab. Kurz nochmal für diejenigen: Exzentrik bedeutet in die Negative rein und dann boom, raus explodiert. Wir machen immer enge Liegestütze. Ja. Nicht das. Wir wollen es boxspezifisch machen. 5, aber die mache ich 100%. Ich muss nicht in die Erschöpfung arbeiten. Hier sind keine Pumper. So, wir wollen das frisch haben, okay? Sehr gut, komm, 2. Und. Reicht völlig aus. Das ist perfekt. Super. Ja, nicht durchrutschen unten. Hast du gemerkt? Kurze Pause. Bam. Ja, nicht durchrutschen. Super. Letzten beiden. Letzter. Super, danke. Einmal hin, komm. Ja, ist okay. Kann man. Wenn er. Ja, sowas mache ich. Er merkt, das ist noch nicht an der Ermüdung. Er ist gut in seinem Körper drin. Ja. Mache ich halt eine 6. und eine 7. Explosion, das wollen wir trainieren hier. Nicht bis zur kompletten Erschöpfung, sondern einfach nur, dass das exklusive trainiert wird, das ist wichtig hier. Und immer das Ausatmen auch beachten, ne? Dass ihr diese Kraft rauslässt. Komm. 4. 5. 5 sind super für mich. Die letzte ist schon so ein bisschen. Merkst du schon ein bisschen gerutscht. Mach mal die Pobacken zusammen fest. Ja. Jo. Das ist der. Super. Bei ganz vielen Übungen, wenn ich mich darauf konzentriere, diesen großen Muskel anzuspannen, hilft bei ganz vielen Übungen. Je besser wir auf der Rückseite trainiert sind, desto härter schlagen wir zu.
Ganz viele Leute sind in der vorderen Strecke im Schlagkrafttraining, vernachlässigen aber die Rückseite. Dann sagt das Gehirn, ich bin hinten zu lose, mir fliegt die Schulter raus, das minimiert meine Schlagkraft. Mhm. Deshalb unbedingt diese aufrichtenden, kleinen, subskapularen Muskeln mittrainieren. Je besser wir trainiert sind auf der Rückseite, desto härter erlaubt uns das Gehirn zuzuschlagen. Butterbean war einer, der hat so hart geschlagen, kennst du noch den Dutzkopf? Den kennt ihr, Butterbean? Blendet ihr euch mal hier ein, falls ja, ihr nicht gesehen habt. Der schickt so hart, der hat sich ein paar Mal im Schlagen die Schulter ausgekugelt, ja. Weil der nicht gut trainiert war, einen irrsinnigen Bums hat nach vorne und in die Luft geschlagen, die Schulter luxiert, das heißt ausgekugelt. Das heißt, wir wollen uns darum kümmern, dass auch die Rückseite genauso fest ist. Ja. Guck, dass ich die Schulter schon reinziehe. Genau, die Schulter schon reinschraube und von da starte. Und dann das Ganze. Ich bleibe hier und rutsche nicht da rein. Ich bleibe hier. Hier die Spannung. Dadurch aktiviert ihr auch hier nämlich diese Sägemuskeln hier, diese Boxermuskulatur. So, ich bin 95 Kilo, ich bin eine Off-Season und ich will schnell bleiben und sauber. Und ich sag euch, was ich bin. Ich bin eine Maschine und zieh es durch, egal was. Du haust dir gleich die Birne an der Decke ein. So, 5 Stück, genauso. Guck mal hin. Go. Eins, was wollen wir haben? Oh komm, bapp, schneller wieder raus. Bapp, 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 bapp. Drei, bapp, gleich wieder raus, gleich wieder raus. Wop, vier, letzter, gleich wieder raus. Komm! Danke. Als Anfänger oder so, wenn ihr sagt, das schaffe ich niemals, was denken die sich eigentlich? Nehmt einfach ein Band. Oder ihr trainiert das Negative. Fangt hier an. Eins, zwei, drei. Erstmal geht es darum, Kraft aufzubauen. Nur runterlassen. Ja, nur ablassen. Er ist das Brain, er sagt, was man machen muss. Genau, ich bin die Maschine, die das ausführt. Das haut richtig ein, Leute, wirklich. Noch zwei? Zwei Runden noch. Letzter Kampf im Januar, wer will es mehr? Hast du letzte Runde gesehen, wer hat mehr Stunden auf diesem blöden Fahrrad verbracht? Ja. Dann ist man froh darüber, ne? Wenn man das macht. Das ist so. Das ist auch ein geiler Moment zu merken, beim anderen gehen die Puste aus. Das ist ein mega. Geilstes Zitat von Muhammad Ali. Ich habe jedes Training gehasst und habe da gelitten, extra, damit ich mein Leben lang danach als Champion leben kann. Hat er es genauso gemacht. Genau. Jawohl, letzter. Ganz hochziehen. Ganz hoch. Ja, danke. Jetzt wirst du müde. Ja. Das merke ich langsam. Jetzt kommt die Müdigkeit. Aber so ist das. Genau wie auch im Ring. Irgendwann kommt die Müdigkeit, du musst dich da durchbeißen. Und dann ist man froh, dass man einen Trainingspartner an der Seite hat, der sagt, dann komm, zieh nochmal den letzten durch bis nach oben. Und dann macht man es auch. So, hochmachen. Glaube ich. Jetzt trainieren wir tiefe quere Muskeln oder diese diagonalen Schlingen. Ja. So, das arbeiten wir heute statisch ab. Stell mich stabil hin, Schultern hinten unten, knall das raus und mach mich sofort fest. Boom. Spür nach, was hier passiert. Boom. Oh, übel. Schultern hinten unten. Hier ist alles fest. Alles fest. In dem Moment, wo er jetzt hier ist, ist alles fest. Da könnte ich sogar mal Tür ausziehen. Ja, ist so. Weil Fer hat heute seinen Trainer hier, quäle ich ihn noch ein bisschen, okay? Ja, jetzt noch. Bitte 2 Sekunden. Knall raus, gerade raus knallen. Bob, Emmung lang, das ist lang. Und ja. Und rein. Bis! Und rein. Bis! Oh! Ja. So, komm. Bis! Sauber. Das war richtig anstrengend, Leute. Das sieht zwar so einfach aus, ne? Und man denkt sich so, was ist denn daran anstrengend? Aber probiert das mal. Je weiter ihr rausgeht, desto mehr zieht euch das Band. Und ihr habt ja gesehen, was daneben passiert. Und ihr müsst dann umso mehr gegenarbeiten. Komm. Eins. Komm. Zwei. Komm, runter. Danke. Genau so. Komm. Boom. Letzte. Korrigier. Und boom. Gut. So Leute, das war das Training. Vielen Dank, dass wir hier wieder dabei sein durften bei dir und du uns hier ein paar Einblicke gegeben hast. Ihr habt gesehen, Leute, Schlagkraft trainieren, super Übungen. Macht das auf jeden Fall sauber, wärmt euch gut auf. Und ansonsten verfolgt den Joe hier, alles ist unten verlinkt. Er bietet auch hier demnächst einen Workshop an zum Boxen für Trainer, die auch ihr Wissensspektrum erweitern möchten und in der Hinsicht auch Klienten haben möchten, wo sie sich auch um das Boxen interessieren und da die dort betreuen können. Ne? Das heißt, guckt euch das unbedingt an unten und wir sehen uns beim nächsten Video. Glocke aktivieren, abonnieren, haut rein. Ciao. Dritte Runde. Wieso krieg ich den nicht? Du bist aber auch so ein Kretin, ey. Schon dreimal gemacht, schon wieder weg. Du weißt ja, Boxergedächtnis.